So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo, aber ich glaube, ich werde jetzt einige enttäuschen oder aber mir kann einer von euch helfen, nämlich es geht um die Aktion Reaktiviere einen Freund zurück. Wir bekommen ja, wenn wir mit demjenigen gespielt haben, 100 Punkte. Nee, spielen wir mit einem von der Freundesliste, so habe ich es bei den meisten verstanden, kriegen wir 10 Punkte. So, jetzt zeige ich euch mal ganz schnell. Meine Punkteliste sieht so aus. Zuletzt aktualisiert vor einer Minute. Ich habe eben extra noch eine Runde mit meinem Sohn gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich denke mal, das Problem hier werden einige haben. Das Problem ist aber auch, hier oben steht, erhalte 10 Punkte für jedes Match, das du mit einem Mitglied deines Reaktiviere einen Freund-Teams spielst. Das Problem bei mir ist halt einfach, und das Problem werden wahrscheinlich einige haben. Ich bin halt YouTuber in Anführungszeichen. Ich habe viele Freunde auf der Freundesliste, also automatisch auch viele Leute, die schon über einen Monat nicht mehr gespielt haben. Jetzt ist nämlich mein Problem, ich kenne davon keinen persönlich, wo ich sagen kann, hör mal zu, kannst du vielleicht mal gerade ein paar Runden Fortnite mit mir spielen? Was heißt ein paar Runden? Das sind dann doch ein paar viele Runden. Aber ich kenne halt hiervon in Anführungszeichen keinen. Keine Ahnung, wer das alles ist. Den einzigen, den ich halt reingeholt habe, ist jetzt Luca. Aber das Problem ist, es macht ja auch für ihn jetzt keinen Sinn, mir zwar das freizuspielen, wäre zwar nett, wenn er sein Passwort finden würde von dem Account, aber er hat die Sachen ja dann auch nur auf dem Account und nicht auf seinem aktuellen Account. Von daher macht diese ganze Aktion in meinen Augen keinen Sinn. Weil eigentlich müsste man es, klar, die 100 Punkte lasse ich mir gefallen. Du kriegst 100 Punkte, wenn du einen reaktivierst, der über einen Monat kein Fortnite mehr gespielt hat. Alles super. Aber eigentlich müsste man die 10 Punkte bekommen für jede Runde, die man irgendwie mit einem Freund spielt. Aber die bekommt man anscheinend nicht. Ich war natürlich jetzt den ganzen Tag nicht zu Hause, war arbeiten. Jetzt ist nur meine Frage. Hat von euch einer die Punkte bekommen, obwohl er nicht mit demjenigen gespielt hat, der hier oben mit drin ist? Hat er deshalb trotzdem Punkte bekommen? Das ist halt meine ganz einfache Frage an euch jetzt. Weil ich sage ganz einfach, wenn ich hier keine Punkte bekommen kann, brauche ich hier auch nicht dauernd nachzugucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie gesagt, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Würde mich halt wirklich interessieren und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, wenn es auch wahrscheinlich, ich vermute es einfach mal, keine erfreuliche Nachricht ist. Weil solange du Leute hast auf der Liste, die mehr als 30 Tage nicht aktiv waren, hast du keine Chance, die ganzen Belohnungen zu bekommen. Ich weiß, ich habe auch Werbung dafür gemacht, gratis Items für alle, aber so wurde es eigentlich auch benannt. Weil du hast niemanden zum Reaktivieren, kein Problem. Und ich habe ja keinen zum Reaktivieren, weil ich die Leute halt einfach alle nicht kenne. Aber für Fortnite selber habe ich wahrscheinlich einen zum Reaktivieren und deshalb muss ich es halt mit denen machen. Wie gesagt, wer da irgendwie was Genaueres weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn sich einer hundertprozentig sicher ist, natürlich nachher später auch gerne im Livestream mir mal kurz vorbeischauen. Ob das auch wirklich stimmt, weil wir kennen es selber, irgendwelche Trolls kommen rein. Ja, ich habe schon alle Items, ging ganz einfach, ich habe 5 Runden mit meinem Freund gespielt. Ja, 5 Runden. Selbst wenn er 100 Punkte kriegt, ist eine Runde rum. Spielt er noch 4 weitere Runden, ist er bei 140 Punkten. So viel zu dem Thema. Also selbst wenn ihr einen Freund habt, den reaktiviert, müsst ihr halt mindestens 100, 300 Punkte muss man dann auch erst spielen, mindestens 30 Runden spielen. Also ganz so schnell geht es, glaube ich, dann doch nicht. Auch wenn man reinjoint, direkt wieder raus. Aber wie gesagt, wer da was Genaues weiß, gerne in die Kommentare reinhauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke dafür und eventuell bis nachher. Und haut rein.